Deine Sensoren haben ein Flüchtlingsschiff entdeckt, das durch das System treibt und sicherlich von den Rebellen flieht. Es scheint dich nicht bemerkt zu haben oder übersieht dich absichtlich. Ich kann, Energie kann ich auch zwischendurch kaufen. Nur neue Ausrüstung. Tanzzauber, weil du. Tanzzauber. Tanzräuber, weil du das gerade fragst. Nur neue Ausrüstungsgegenstände muss ich in einem Shop kaufen. Und dort kann ich dann andere Sachen verkaufen. Ich würde sie rufen, das wird wahrscheinlich zu einem Kampf führen, aber so ist es nun mal. Ja. Als du das Flüchtlingsschiff rufst, springt plötzlich ein Soldanschiff in das System. Es behauptet, dass die Flüchtlinge Kriminelle sind und du Flüchtlinge eskortierst. Bevor du antworten kannst, unterbricht es die Kommunikation und fährt die Waffen hoch. Okay, scheiße. Also, das Grüne, was hier ist, ist ein Schild, was wir erstmal kaputt schießen müssen. Das heißt, das braucht erstmal jede Menge Treffer. Hier, diesen grünen Balken. Bevor es ein normales Schild zeigt. Das ist jetzt hart. Oh, fuck. Ja, aber daran bleibt auch eine Rakete hängen. Dementsprechend ist es gut, dass ich meine Laser lade. Und ich würde jetzt einfach mal beide Laser auf die Waffensysteme richten. Hey, schönen guten Abend, Humpalaki. Und hier sieht man, er hat mit seinem Laser unser Schild gekillt. Und hier sieht man jetzt, wie dieser Beamstrahl einmal einen Schaden in dem Raum gemacht hat und einmal einen Schaden in dem Raum. Und jetzt ist hier auch Feuer. Heißt, wir müssen das Feuer löschen. Und das machen wir, indem wir Vakuum in das Schiff reinlassen, also die Luft raus. Und das sollte das Feuer löschen. Wir können auch Leute hinschicken, aber das ist wenig effizient. So, und ich mach mal... Nee, Autofeuer kann ruhig laufen. So, jetzt haben wir seine Waffen deaktiviert. Das Feuer ist übergegriffen in den Maschinenraum und jetzt ist es aus. Sehr gut. Jetzt können wir die Türen zumachen. Okay. Es ist stressiger, als ich es in Erinnerung habe. So, Autofeuer. Der hat Gott sei Dank nur ein Schild. Das heißt, wir könnten jetzt aber mal Autofeuer ausmachen. Und warten, bis unsere beiden Waffensysteme mal vollgeladen sind, um maximale Effizienz zu bekommen. Jetzt. Und jetzt bitte... Das Soldanschiff bricht in zwei und der erbeutet so viel wie möglich. 18 Schrott, ein Drohnenteil, einmal Sprit, das Flüchtlingsschiff rufen. Das Flüchtlingsschiff dankt dir für die Hilfe. Als Geste des guten Willens und weil es gesehen hat, wie effektiv du das feindliche Schiff ausgeschaltet hast, bietet es dir an, was es erübrigen kann. Zweimal Sprit, ein Drohnenteil und 8 Schrott. Super. Großartig. Davon kaufen wir uns jetzt direkt mal eine Energie, dass wir unsere Krankenstation auch wieder... So schlimm ist es nicht, weil... aber vielleicht wollen wir die Krankenstation im... auch noch weiter betreiben und so. Deswegen, ja. Okay. So, da haben wir noch einen Shop. Das ist großartig. Es gibt pro System eigentlich immer so, nur so 2 Shops. Hier unten. Müssen gucken, wenn ich jetzt hier hochspringe. Ah, ich habe genug Optionen. Ich fliege direkt mal. Es wäre natürlich geil, noch was mitzunehmen, weil ich habe jetzt gerade Geld ausgegeben. Ich hätte vorher gucken sollen. Ich glaube, ich möchte hierher springen und dann springe ich zum Shop und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Oh, ein unidentifiziertes Schiff ist bereits schwer beschädigt und wird noch immer von einem Raumpiraten verfolgt. Das Opfer setzt einen Notruf ab, doch der Pirat meldet sich ebenfalls und verspricht, die Beute zu teilen, wenn du dich raushältst. Die Bestechung annehmen, eine Rakete, ein Drohnenteil und 7 Schrott? Nein. Versuch, den Helden zu spielen und die Piraten anzugreifen. Auf jeden Fall. Das Piratenschiff unterbricht die Verfolgung und erfasst dein Schiff mit seinen Waffen. Na, dann wollen wir doch mal gucken. So, die müssen auch erst aufladen und ich warte, bis meine Waffen beide voll geladen sind und dann schieße ich eine Salve von 5 Schüssen direkt auf seine Waffensysteme. Er hat eine Rakete, das ist halt doof. Das könnte Schaden
an einem Subsystem machen. Aber ich schieße jetzt mal. So, und da kommt die Rakete. Du hast dich als würdiger Gegner für diesen Piraten erwiesen. Sie zünden ihren FTL und versuchen zu verschwinden. Geil, die Rakete hat uns verfehlt. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, versuchen wir ihn aufzuhalten, indem wir auf seinen Antrieb schießen. Gott sei Dank, die Rakete hat uns verfehlt. Jawohl. Das Piratenschiff explodiert und hinterlässt einen Haufen nützlichen Schrott. Du untersuchst das Schiff, das du gerade gerettet hast. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich bin Waffenhändler und arbeite normalerweise nur mit Rebellen zusammen, aber wegen der Umstände mache ich bei Ihnen eine Ausnahme. Oh, wir kommen direkt in einen Shop. Also hier, wir können Systeme kaufen, wieder eine Drohnensteuerung. Dann können wir auch so Drohnen rausschicken, wofür wir Drohnenteile brauchen. Wir können Crew-Teleporter haben, womit wir dann auf das gegnerische Schiff drauf können und dort gegen die kämpfen. Oder wir könnten Hacking kaufen. Du kannst einzelne Systeme dann quasi remote deaktivieren. Wir könnten Ausbauten, FTL-Ladeverstärker, unser FTL-Antrieb lädt 25% schneller, Schildladeverstärker, Schildet laden 15% schneller oder ein Bioscanner entdeckt Lebensformen, auch wenn die Sensoren nicht funktionieren. Beides nicht so spannend und wir könnten Drohnen kaufen. Nee. Möchte ich alles nicht. Ich möchte eigentlich jetzt sparen und Schilde haben. Wieder. So, wir haben keinen Schaden. Ja, Schildverstärker geht gut rein. Wir haben aber leider nicht genug Geld für einen Schildverstärker. Extrem sehr krasser Typ. Danke für den Tipp. Aber ja, Schildverstärker können wir uns gerade nicht leisten. Okay. Oh, und hier ist der nächste, genau, der nächste Shop. Das wussten wir ja schon. Aber dann springen wir jetzt mal dahin und gucken, was wir für 36 kriegen. Ich kann immer noch die Raketen verkaufen, aber du bist auf einem von seltsamen Alienschiffen umzingelt. Sie begrüßen dich und scheinen dir wertvolle Technologien verkaufen zu wollen. Okay. Crew-Teleporter, Tarnung oder Gedankenkontrolle. Störungssender, erweiterte FTL-Navigation. Ermöglicht dem Schiff zu bisherigen Signalpunkten zu springen und Hacking-Betäubung. Beim Hacking-Impuls wird die gesamte Crew in einem Raum für die Dauer betäubt. Auch leider keine Waffen. Wir brauchen keinen Sprit, wir brauchen keine Raketen. Meinen Raketenwerfer möchte ich nicht verkaufen. Ich hätte gerne eigentlich noch ein Crewmitglied mehr, aber tja, dann müssen wir jetzt sparen. Leider. Ich würde mal hier hinspringen. Und gucken, dass wir vielleicht noch einen Kampf kriegen. Als du eintrittst, empfängst du eine verschlüsselte Nachricht der Föderation. Ein Rebellenchef terrorisiert die friedlichen Bewohner dieses Systems. Bitte spüren Sie es auf und vernichten Sie es. Nach dem Rebellenschiff suchen, keine Zeit zum Suchen, zum Sprung vorbereiten. Nach dem Rebellenschiff suchen. Oh, Flottenverfolgung verdoppelt für einen Sprung. Oh Mist. Nachdem du viel zu lange für die Suche gebraucht hast, entdeckst du die Rebellen endlich. Als du dich kampfbereit machst, fragst du dich, wie viel Zeit du wohl auf die Rebellenflotte verloren hast. Okay. Okay, die haben einen Flak und einen Laser. Das ist nicht gut. Ich würde da gerne. Nee, ich würde da gerne meine Rakete aufladen. Und die überschüssige Energie in meinen Antrieb stecken. Dann habe ich 5% mehr Ausweichen. So, und die Rakete schicke ich direkt auf die Waffensysteme. Und den Laser schicken wir auch direkt auf die Waffensysteme. Oh, das wird wehtun. Ja, 3 Treffer. Unsere Rakete hat leider verfehlt.
Dann machen wir mal... Nein, ich lasse beide mal aufladen, damit ich möglichst effizient bin. Ja, wobei, ich kann es mir, glaube ich, nicht leisten, möglichst effizient zu sein. Ich lasse beide... Oh! Und sie sind noch in das Schild mit reingekommen. Sehr gut. Und der Laser schockiert mich jetzt nicht. So. Blücher! Schönen guten Tag! Und schön, dass du da bist. Hast du schon TIE Fighter gespielt? Ja, ich habe schon TIE Fighter gespielt und ich habe mir echt einen abgebrochen, das hier zum Laufen zu kriegen, aber ich komme mit der Steuerung nicht gut klar, deswegen zocke ich heute FTL. Und ich nehme mal an, Blücher, dass wir uns letzte Woche gesehen haben. Kann das sein? So. Der Tag gehört Ihnen. Beweisen Sie uns die Ehre, indem Sie uns mit dem Leben ziehen lassen, sagen die hier. Wir kriegen einen Sprit, ein Drohnendings und 7 Scrap. Nee, wir akzeptieren keine Kapitulation. Die sind ja hinter uns her. Also, nein. Mist verfehlt. Egal. Ich schieße jetzt weiter auf die Waffensysteme und dann gucken wir mal. Und da haben wir sie abgeschossen. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. 16, das ist schön. Weiter. 52. So, und jetzt hier. Die Rebellen übernehmen diesen Signalpunkt. Weil wir nach dem Schiff gesucht haben, sind sie jetzt so weiter. Das heißt, wenn wir hierhin springen, dann müssen wir kämpfen. Und zwar einen harten Kampf. Deswegen springen wir jetzt direkt zum Ausgang. Ja. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FDL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Oh, du erkennst das Schiff. Es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Er ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte an. Einen Sklaven kaufen und ihm die Freiheit schenken, damit er sich deiner Crew anschließen kann. Für 30, ich wollte ja ein neues Crewmitglied haben, den Sklavenhändler Abschaum angreifen, den Sklavenhändler ignorieren und weiterfliegen. Was meint ihr? Neues Crewmitglied? Das hier ist ein Engi, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind großartige Piloten oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Sehr schön. Das heißt, den lieben Herrn Blücher, den kenne ich tatsächlich im wahren Leben. Ja, ich habe nichts zu tun und streame. Doch, ich habe was zu tun. Ich streame. Aber schön, dass du da bist, Blücher. Ich sage jetzt einfach weiter Blücher. Es sei denn, du gibst mir das okay, dass ich dich bei deinem Real Name... bezeichne. Aber wir sind eine sehr nette und freundliche Community, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wo du schon mal da bist, hier. Ich habe auch einen Discord-Server, hatten wir ja drüber gesprochen. So. Extrem sehr krasser Typ, sagt angreifen. Kurz vor kaputt bietet er der einen Sklaven als Trade für Lau. Ja, Blücher, ich freue mich auch, dass du da bist. okay. Das ist natürlich schon Taktiken hier. Mit kurz vor Ende bietet er mir einen Sklaven an. Dann würde ich doch mal den Sklavenhändler Abschaum angreifen. Auf jeden Fall. Oh, was hat er? Ein Beam und eine Bombe, die er irgendwo zünden kann. Okay. Und weiterhin auch nur ein Schild. Das heißt, ich schieße jetzt wieder beide meine Laser nicht synchronisiert auf seine Waffensysteme ab. Und das müsste einigermaßen passen. Die sind relativ gleichzeitig fertig. Ja. Sehr gut. Oh, und er hat...
Er hat meine Schilde. Er hat meine Schilde. Hier sieht man das. Mein Banana war kurz betäubt. Und das war nicht so schön. Okay. Wir geben uns. Nehmen Sie unseren Sklaven als Tribut. Wenn Sie uns vernichten, werden sowieso alle sterben. Okay, dann kriegen wir... Das ist gut. Dann lassen wir sie am Leben und haben ein neues Crewmitglied. Das ist Grozzoli. Und ich habe noch eine von Humpalucky eine Physik offen. Haha. ich kann auch Flo sagen. Alles klar. Alles klar. Meine lieben Freunde, ich darf euch einen alten Kollegen von mir vorstellen. Das ist Flo, der sich hinter diesem Namen verbirgt. Und wir haben uns neulich nach sehr, sehr langer Zeit wiedergesehen. Und jetzt schon online. Wie schön. Ich freue mich sehr. Okay, wir haben ein neues Crewmitglied. Und der ist, ist ein ganz besonders guter Nahkämpfer. Wir können uns das mal angucken. Hier. Ist ein Mantis. Die Nichtachtung des Individuums durch die Mantis hat aus ihnen ein grausames Kriegervolk gemacht. Verursacht anderthalbfachen Schaden im Kampf, anderthalbfache Bewegungsgeschwindigkeit, halbe Reparaturgeschwindigkeit. Also reparieren kann er nicht so wirklich toll. Brauchen wir noch einen Namen für. Grozzoli. Wo würde ich den mal hinstellen? Ich würde den mal hier hinstellen, in die Krankenstation. Nein, nicht in die Krankenstation, sondern an die Türen. Wenn ich jemanden in den Türen habe, jetzt sieht man, sind die Türen grau geworden. Das heißt, jetzt kann man, wenn sich jemand an Bord teleportiert, kann er sie nicht so einfach öffnen, sondern braucht eine Weile, um durch eine Tür durchzukommen. Aber wenn jemand an Bord geht, würde ich ihn da wahrscheinlich eh hinschicken. Wie sieht's aus mit den... Ripley hat gute Erfahrung. Banana hat wenig Schilderfahrung bisher gesammelt. Das heißt, ich tausche mal. So, Banana ist jetzt an den Türen und Grozzoli ist am Schildgenerator. Und das speichere ich mal. Und Grozzoli hat einen neuen Namen. Samus Aran. Okay. Wir haben wirklich eine geile Crew. Samus Aran. Ich hoffe, ich glaube, der nimmt nur einzelne Worte. Samus Aran. Oh. Samus. Ach, Samus A, okay. Samus A ist okay. Dann machen wir hier raus. Die Vader und Samus A. Damit die auch so angezeigt werden. Dankeschön für die Wahl. Wenn. Ja, genau. Kanalpunkte gehen vor. Ich muss ja mal dafür sorgen, dass ihr Kanalpunkte loswerdet. So. Wir haben jemanden dazu gekriegt. Das ist schön. Jetzt geht es auf in den nächsten Sektor. Also ihr seht schon, ne, hier hätten wir die Rebellen kontrollieren diesen Ort. Das heißt, wir fliegen jetzt in den nächsten Sektor. Und jetzt beginnt das Spiel. Verlassener Sektor. Rot ist feindlich. Grün ist zivil. Feindlich ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger. Wir müssen auch schon mal so ein bisschen gucken. Nebel sind, da sind unsere Sensoren und wir haben eventuell weniger Schilde und so. Aber im Nebel können wir viele Orte besuchen, weil im Nebel ist die Geschwindigkeit, wie die Rebellen aufholen, langsamer. Ich würde jetzt aber trotzdem wahrscheinlich den verlassenen Sektor, der eher feindlich ist, also ein bisschen die Herausforderung. So, dieser Sektor ist weitestgehend verlassen, seit einer Reihe schwerer Kämpfe die hiesige Bevölkerung dezimierte. Die Gegend soll immer wieder von einem unbekannten Alienvolk heimgesucht werden, sei also auf der Hut. Alles klar. Okay. Da haben wir einen Notfall. Dann würde ich mal sagen...
ja, wir orientieren uns mal zum Notfall. Zur Not, oder was heißt zur Not? Hier sind auf jeden Fall keine Shops, also fliegen wir mal zum Notfall. Wahrscheinlich ist es eine Falle. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, die einen unbewohnten Planeten umkreist. Ihr Satellitenverteidigungssystem spielt verrückt, sodass sich der Reparaturtrupp nicht nähern kann, ohne beschossen zu werden. Sie brauchen Hilfe, um das System zu reparieren oder zu deaktivieren. Versprechen zu helfen? Du wägst deine Möglichkeiten ab. Aus der Entfernung auf das Verteidigungssystem schießen, ist meine Einstellung. Oh Mist. Du gibst ein paar Salven ab, kannst die Schilde des Abwehrsystems jedoch nicht durchschlagen. Die gegnerischen Waffen haben jedoch keine Mühe, deine Abwehr zu durchdringen, sodass du leichten Schaden erleidest, bevor du entkommst. Die Station muss sich woanders Hilfe suchen. Mist, 5 Schaden an der Hülle. Okay. Schnell hier mal bitte reparieren, Leute. Das O2-System beschädigt und wir haben ein Leck. Das heißt, es kann nicht... der Sauerstoff wiederhergestellt werden. Und... Okay, wir haben es so schnell es ging repariert. Jetzt müssen alle in die Krankenstation sich wieder hochheilen. Okay. So. Samus Aran heilt auch hoch und alle wieder zurück, bitte. So ist das schön. Ja, wir müssen Geld ausgeben und unsere Hülle reparieren. Okay, wir haben hier einen Shop. Dann würde ich sagen, wir springen einmal dahin, bevor ich zu dem Shop fliege, weil ich brauche Geld. Ich brauche noch irgendwie einen Kampf oder sowas, um noch ein bisschen Schrott zu kriegen. Okay, Lanius Aufklärer. Beziehung feindlich. Die Sensoren melden einen kleinen Lanius-Kreuzer, der ein anderes Lanius-Schiff absorbiert. Bevor du dir weitere Gedanken darüber machen kannst, was hier passiert ist, wendet sich der Kreuzer dir zu und greift an. Okay. 2 Waffensysteme. Schlecht. Okay, lassen wir unsere beiden mal aufladen und schießen synchron. Ja, das Schiff sieht aus wie ein Schweizer Taschenmesser. Das stimmt. Okay, jetzt beide einmal auf die Waffensysteme. Okay, ihr seht jetzt schon, ich verfehle öfter, weil die Schiffe sind schon ein klein wenig schwieriger, die können besser ausweichen. Okay, das hat gut funktioniert, aber ich warte jetzt trotzdem wieder darauf, dass sie einigermaßen synchron sind. So, und den... Oh, Mist! Alle verfehlt. Ja, der hat eine hohe Ausweichwahrscheinlichkeit, so wie es aussieht. So. Die Scanner melden, dass die Lanius einen Sprung vorbereiten. Lass sie nicht entkommen. Nein, bemühe ich mich. Okay, der hat auch nur noch einen. Das heißt, noch einmal eine Salve müsste reichen. So. Und ich möchte vermeiden, dass er auf mich schießt. So. Schiff explodiert und hinterlässt eine ganze Reihe von nützlichem Schrott. 24. Sehr schön. Es hat genau das gemacht, was ich wollte. Wir haben ein bisschen Licht und kommen zum Shop. Und ich hoffe, wir finden noch einen zweiten. Du hältst eine Nachricht von einer Raumstation in der Nähe. Das Ende naht. Die Metalldämonen sind gekommen, um sie zu absorbieren, aber es ist noch nicht zu spät, sich zu rüsten. Das war wohl eine Werbung für einen Raumdock. Du wirst einen Blick auf das Angebot. Okay. Hilfsbatterie? Klonstation oder Gedankenkontrolle? Gedankenkontrolle könnten wir uns leisten. Autonachlader. Abklingzeit zwischen Schüssen wird um 10% verkürzt. Ist ganz cool. Ladeverstärker für ein FTL, erweiterte FTL-Navigation. Okay, die haben keine zweite Seite. Hier kann ich wieder keine Waffen kaufen. Gedankenkontrolle ist verlockend. Autonachlader ist sehr verlockend. Ich glaube, ich gebe jetzt mal richtig Geld aus.
gebe den Autonachlader und repariere alles. Jetzt sind wir ziemlich pleite. Aber so ist es nun mal. Mist, da ist der nächste Shop. Na gut, dann hoffen wir, dass wir hier einen Kampf finden. Aber ansonsten brauche ich jetzt nicht direkt einen Shop. Auf deinem Bildschirm erscheint ein schwerer, abgemagerter Mensch. Diese metallischen Bastarde glauben, sie könnten unseren halben Antrieb absorbieren und uns dann einfach zurücklassen. Ich hoffe, sie verstehen, dass wir ihr Schiff gewaltsam übernehmen müssen. Eindringlinge an Bord. Oh, Miss, wo? Da vorne im Cockpit. Leute. So nicht. So, wir kämpfen jetzt gegen die. Und ich kann mal... Ich lasse die Türen... Doch, ich bringe ihn rein. So, und transferiere unsere in die Krankenstation. Und die beiden in den Türraum. So. Sie werden natürlich jetzt alles Mögliche beschädigen. Aber ich heile mich jetzt hoch. Und jetzt kommen sie in die Dings rein. Und jetzt haben wir den auf jeden Fall erledigt. Und... Jawohl. Puh. Dieser Kampf, das ist immer echt ätzend. Also ich spiele auch gerne mit Teleportern und sowas. Aber wenn man so geentert wird, das ist kein Spaß. Okay, und die Türen sind wirklich, wirklich wichtig. Also die sollte ich vielleicht halt irgendwann auch mal upgraden. Und hier wird jetzt gerade repariert. Sehr, sehr gut. Okay. Kein Geld leider. Das heißt, den Shop können wir uns im Prinzip sparen. So, hier gibt es keinen Weg dahin. Das heißt, ich würde hier hinspringen und dann mal einen Umweg hier oben lang nehmen und gucken, wie wir zum Ausgang finden. Ja. Zum Shop zu springen macht keinen Sinn. Wir haben nur 8 Geld. Die Karten weisen darauf hin, dass hier ein kleines Gefecht wegen einer Militäreinrichtung auf einem Mond in der Nähe stattgefunden hat. Seltsamerweise zeigen die Scans keinerlei Anzeichen von den Trümmern des Kampfes oder der Station. Ein weiterer Bereich, der von den Lanius ausgesaugt wurde. Lanius ist irgendwie diese Schweizer Taschenmesser-Raumschiffe, die irgendwie anderes Metall absorbieren. Das heißt, der Sektor ist total leer. Fliegen wir mal nach hier oben. Da könnten wir jetzt direkt zum Ausgang, aber ich will noch einen kleinen Umweg nehmen. Du erkennst das Schiff. Es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Es ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte an. Alles klar, Sklavenhändler Abschaum angreifen. Wäre natürlich nett. Nee, ich möchte auch keinen Sklaven kaufen. Wir greifen an. Okay, Rakete und Laser. Hart. Aber wir haben wieder volle Hüllen. Das heißt, wir machen das, was wir die ganze Zeit schon machen. Wir greifen die Waffensysteme an. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Aber eine Rakete hat uns getroffen und 2 Schaden. Mist. Okay. Und wir müssen uns jetzt echt was überlegen. So langsam brauchen wir nämlich mal mehr Schilde. Und das ist echt teuer. Wir geben uns. Nehmen Sie einen unserer Sklaven als Tribut. Wenn Sie uns vernichten, werden sowieso alle sterben. Ich nehme noch ein Besatzungsmitglied. Wir könnten natürlich jetzt Geld generieren, aber nein, ich nehme ein Besatzungsmitglied. So. Wir haben eine neue Person und die schicke ich jetzt mal direkt zum Antrieb.
Und die braucht einen Namen. Hat jemand einen Vorschlag? Was hatten wir eben? Ich könnte ihn Flo nennen. Nein. GM Folks. Weiß ich nicht. Möchte nicht die Verantwortung von einem Kumpel von mir hier auf dem Schiff haben. Ich muss harte Entscheidungen eventuell treffen. So. Wir könnten jetzt zum Ausgang, aber die Rebellen sind auch wirklich weit weg. Wir können uns leisten, eigentlich nochmal einen Umweg zu fliegen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich fliege mal hier hin.